Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Die Naturgesetze, die wir kennen, gelten überall im Universum. Gedankenstrich, immer. Das ist sozusagen das Grundgesetz bei jeder Art von naturwissenschaftlichen Tätigkeit. Wir gehen davon aus, dass die Gesetze, die wir kennen, mindestens gültig sind. Sie sind sozusagen das Minimalprogramm. Immer und überall, an jedem Platz, zu jeder Zeit. Es kann auch andere Naturgesetze geben, mag sein, aber die dürfen den Naturgesetzen, die wir kennen, nicht widersprechen. Also unsere Naturgesetze, die wir von der Erde kennen, von den Laboratorien, Experimenten hier auf der Erde, die wir von den Theorien abgeleitet haben, das ist das minimale Gesetzprogramm im ganzen Universum. Überall. Und immer. Das ist eine ziemlich starke Aussage. Das ist eine ungeheuerliche Aussage, die natürlich immer wieder danach verlangt, überprüft zu werden. Ist das auch so? Nur wie will man Naturgesetze überprüfen? Wie kann man herausfinden, ob die Naturgesetze, die man kennt, irgendwelche Variationen zeigen, irgendwo im Universum? Das Problem, vor dem wir hier stehen, ist das Problem der Erkenntnisfähigkeit. Was kann ich denn überhaupt erkennen? Ich muss ja gewisse Voraussetzungen machen, bevor ich anfange, eine Frage zu stellen. Dann ist ja eine Hypothese, die zu dieser Frage dazugehört, die ist ja gewissermaßen schon Theorie gedrängt. Ja, die ist ja gedrängt mit Ideen, die man hat. Und wenn man also Naturgesetze so vor sich sieht, wie zum Beispiel die Naturgesetze der Relativitätstheorie, der Quantenmechanik, der Elektrodynamik, der Thermodynamik und so weiter, dann ist man ja praktisch schon ausgerüstet mit einem Satz von Ideen. Der Astronom ist nun ein ganz besonderer Naturgesetzforscher insofern, als dass er ja eigentlich ein Lichtarchäologe ist. Ja? Also wir bekommen ja das Licht aus dem Kosmos und versuchen nun aus dem Licht herauszulesen, was die Hieroglyphen, die da in dem Licht gewissermaßen drinstecken als Information, was die eigentlich zu bedeuten haben. Und damit machen wir natürlich eine Voraussetzung. Wir setzen nämlich voraus, dass die Entwicklung des Lichtes, also die Ausbreitung des Lichtes, der Ursprung des Lichtes und die Eigenschaften von elektromagnetischer Strahlung damit immer die gleichen sind. Auch damals, zum Beispiel, wenn wir ein Objekt vor uns haben, was viele Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist, damals, vor Milliarden Jahren, sollen die Naturgesetze, die zum Licht dazugehören, die gleichen gewesen sein wie heute. Tja, zu jedem Naturgesetz, zu jedem fundamentalen Naturgesetz gehören Naturkonstanten. Zum Licht zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit, aber auch Ladung, die elektrische Ladung und so weiter. Alles das gehört dazu. Das Thema der heutigen Sendung ist nach dieser langen Vorrede, ob diese Naturkonstanten, die zu den Naturgesetzen gehören, ob die variieren. Variieren Naturkonstanten? Sind die vielleicht gar nicht so konstant, wie wir das brauchen, wenn wir von ewig gültigen Naturgesetzen sprechen? Ja. Jetzt werden Sie vielleicht denken, naja, das ist jetzt ein ziemlich abgedrehtes Thema. Variieren Naturkonstanten? Naja, offenbar ist ja unsere Welt um uns rum, wenn ich mal hier so im Studio umgucke, hier die Kohlenstoffeinheiten, die hinter der Kamera arbeiten, Kohlenstoffeinheit Harald Lesch und so weiter, wir sind ja offenbar stabil. Das Material, aus dem wir bestehen, ist jetzt nicht so ein Material, was gleich wieder zerfällt. So zumindest für eine gewisse Zeit ist es stabil. Da gibt es Molekülbindungen, Atome, die sich zu Molekülen verbunden haben. Alles das hängt ja mit fundamentalen physikalischen Wechselwirkungen zusammen. Und ich will nur über eine sprechen. Eine fundamentale physikalische Wechselwirkung ist die elektromagnetische Wechselwirkung. Und die wird beschrieben durch einen Parameter, den nennt man Alpha. Alpha ist ein Verhältnis im Prinzip von nämlich der Ladung zum Quadrat dividiert durch die Lichtgeschwindigkeit und das Planck'sche Wirkungsquantum. Alle drei Zahlen, die Ladung, die Lichtgeschwindigkeit und das Planck'sche Wirkungsquantum, haben ganz bestimmte Werte. Warum die die haben, wissen wir nicht. Wir wüssten es gerne. Wir hätten gerne eine Theorie, die sozusagen aus dem Ärmel schüttelt, warum die Lichtgeschwindigkeit knapp 300.000 Kilometer pro Sekunde ist. Oder warum die Ladung den Wert hat, den sie hat. Das wissen wir aber nicht. Kriegen wir nicht hin. Deswegen versucht man im Allgemeinen nicht die Variation von einzelnen Naturkonstanten nachzumessen, sondern die Variation von Kraftstärken. Dieses Alpha,
Diese elektromagnetische Feinstrukturkonstante hat einen bestimmten Wert. 1 durch 137. Oder um es mal in Kommazahlen zu sagen, 0,007. Die ist auf bis 3 Milliardstel genau gemessen, also man kennt sie ganz gut. Und diesem Alpha hängt nun eine merkwürdige, ja, Eigenschaft an. Also Alpha beschreibt ja die Ausbreitung von elektromagnetischer Strahlung. Das heißt, die einfachste Möglichkeit, Alpha und seine Variationen zu messen, wäre, indem man ein Objekt beobachtet, das möglichst weit von uns entfernt ist. Möglichst weit heißt ja, die Strahlung ist vor ewig langer Zeit entstanden, dann durchs Universum gelaufen und dann erst auf unsere Detektoren gekommen. Und auf diese Art und Weise könnten wir, wenn wir dort in dieser Strahlung Variationen von Alpha tatsächlich entdecken könnten, dann wüssten wir, damals, als die Strahlung entstanden ist, war das Alpha anders, als es heute ist. Ist das klar? Ja, das muss klar sein. Gut. Also, was misst man? Man misst Übergänge, Strahlungsübergänge. Man schaut sich also ein Objekt sehr weit von uns entfernt spektral an. Das bedeutet, man schaut sich Spektrallinien an. Diese Spektrallinien entsprechen ja dem Übergang von Elektronen innerhalb eines Atoms von einem Energieniveau zum anderen. Das Schöne ist nun, dass es da etliche Energieübergänge gibt von Elektronen. Die sind sogar proportional zu Alpha Quadrat, also zum Quadrat dieser Feinstrukturkonstante. Das ist ganz wichtig, weil dann kann man nämlich sehr empfindliche Messungen vornehmen und bekommt dann tatsächlich einen einigermaßen vertrauenswürdigen Wert raus. Und vor einigen Jahren ist nun etwas passiert, das also in der Physik doch zumindest zu starkem Rumoren geführt hat. Denn man dachte naturgemäß, naja, die Naturkonstanten, die werden doch konstant sein.